Also mein Name ist Bernd Kleinigung, ich bin gelernter Gynäkologe mit Zusatzbezeichnung Osteologie und Ernährungsmedizin und seit 2009 bin ich Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin, die GSAM, mit 1200 Ärzten aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Die Osteoporose macht zunächst mal keine Beschwerden. Also es tut nicht weh, es macht auch sonst keine Beschwerden. Die Beschwerden kommen eigentlich erst durch den ersten Knochenbruch, der dann erfolgt. Und so weit wollen wir es ja gar nicht kommen lassen. Und es ist auch gar nicht so einfach, das zum Beispiel über Blutuntersuchungen festzustellen, sondern letztendlich gibt es nur eine Methode und das ist die Messung der Knochendichte, am besten mit diesem DEXA-Verfahren. Nur dadurch kann ich tatsächlich erkennen, ob jemand bereits eine verminderte Knochendichte hat oder nicht. Und das ist sicherlich auch die Schwierigkeit, dieses zu diagnostizieren, ist einer der Gründe, warum die Osteoporose immer noch eine der am meisten unterdiagnostizierten Volkskrankheiten in Deutschland ist. Viele Menschen haben eine Osteoporose und wissen davon gar nicht. Also für Osteoporose gibt es auch ziemlich klar definierte Risikofaktoren. Einer ist zum Beispiel Bewegungsmangel. Über Aktivierung von Muskulatur bauen wir Knochenmasse auf. Und umgekehrt, wenn wir uns nicht bewegen, wird die Knochenmasse weniger. Defizite bei der Ernährung, zu wenig Kalzium. Immer wichtiger in letzter Zeit Vitamin D-Mangel. Vitamin D ist tatsächlich ein Hormon und ein Vitamin, was ganz, ganz entscheidend ist für unsere Knochendichte. Und dann bei Frauen ab 50 kommt noch der Hormonmangel dazu, der auch auf die Knochendichte sich sehr negativ auswirkt. Also all dies sind Dinge, die sind gut bekannt, lassen sich aber auch gut beeinflussen. Also wenn wir gesagt haben, Bewegungsmangel ist ein Risikofaktor, dann heißt es natürlich Sport. Und hier vor allen Dingen tatsächlich Kraftsport. Also nicht so sehr der Ausdauersport, sondern tatsächlich Kraftsport. Das heißt Muskeln bewegen und damit Knochen stimulieren. Dann haben wir gesagt, Ernährungsdefizite sind ganz wichtig für die Osteoporose. Kalziummangel. Das heißt, natürlich muss ich dann darauf achten, dass ich genügend Kalzium über die Nahrung zuführe. Dann haben wir gesagt, Vitamin D-Mangel tatsächlich. Vitamin D ist im Wesentlichen sozusagen Sonnenvitamin, wird unter Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet. Das heißt, da entweder raus in die Sonne oder, wenn ich im Winter keine Sonne habe, tatsächlich auch Vitamin D als Supplement einnehmen. Also bei der Osteoporose sind auch Nahrungssupplemente ganz wichtig. Kalzium und Vitamin D stand lange Zeit immer im Vordergrund und es ist auch weiterhin ganz entscheidend. Aber wir haben in den letzten Jahren auch gelernt, es sind auch darüber hinausgehende Stoffe wichtig. Silizium ist tatsächlich auch für den Knochen ganz, ganz entscheidend. Der Knochen ist so ein bisschen wie das Silicon Valley unseres Körpers. Und neben dem Vitamin D wird das Vitamin K immer wichtiger. Das heißt also, eine neue Generation von Nahrungssupplementen, die trägt auch diesem erweiterten Ansatz Rechnung und hat eben nicht nur Kalzium und Vitamin D, sondern auch diese wichtigen zusätzlichen Mikronährstoffe und Vitamine dabei.